Am 26. Februar 2014 werden wir die zweite Tagung im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Ökonomie neu denken anbieten. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Stifterverbandes. In diesem Jahr geht es auf unserer Tagung um das große Thema Geldpolitik, also um die Finanzmärkte und um die Banken. Dazu haben wir uns wieder namhafte Ökonomen aus Wirtschaft und Wissenschaft nach Frankfurt eingeladen. Unsere Partner bei dieser Tagung sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und das Handelsblatt Research Institute. Wir beschäftigen uns in der Konferenz Ökonomie neu denken mit der Frage, was die Wirtschaftswissenschaften aus der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre zu lernen haben. Und zwar insbesondere diesmal mit der Geldpolitik und mit der Finanzmarktforschung. In der Geldpolitik stellt sich die Frage, ob wir schon eine neue Normalität erreicht haben. Wie schaffen die Notenbanken den Ausstieg aus dem Krisenmodus? Können die alten Dogmen wieder gelten? Das sind die Fragen. In der Finanzmarktforschung geht es darum, haben wir bereits eine neue Balance zwischen Real- und Finanzwirtschaft erreicht? Und wenn nicht, was müssen wir noch tun, um wieder dorthin zu kommen? An der Konferenz nehmen Vertreter von Unternehmen, Vertreter aus der Wissenschaft, gerade junge Wissenschaftler teil und wir hoffen daher auf eine lebhafte Diskussion. Wir freuen uns, einige der führenden deutschen Ökonomen für die Konferenz gewonnen zu haben. Wir haben unter anderem Jörg Asmussen da, der bis vor kurzem im Direktorium der Europäischen Zentralbank war. Wir haben Clemens Fuß, den Präsidenten des ZEW. Wir haben Marcel Fratscher, den Präsidenten des DIW. Und mit Martin Hellwig, einen der führenden Finanzmarktforscher. Wenn wir euer Interesse für diese Tagung geweckt haben, weitere Informationen zur Tagung gibt es unter dem eingeblendeten Link.